Hallo Leute, ich bin Feya und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir reden heute über WhatsApp. WhatsApp ist einer der meistverbreitetsten Apps auf der Welt. Wir schicken Nachrichten, Audios, Bilder, Videos und vieles mehr über diese App an andere weiter. Doch es gibt leider auch Leute, welche diese App missbrauchen. So kommt es zu Situationen, welche wir am liebsten vermeiden wollten. Wovon ich rede? Von Nacktbildern, Cybermobbing, von sexueller Belästigung durch Anspielungen und vieles weiteren. Aus diesem Grund wollte ich mit diesem Video sagen, gebt niemanden, den ihr nicht kennt, eure Nummer weiter. Und dann kommen wir zum zweiten Thema, nämlich Kettenbriefe. Ihr alle kennt die WhatsApp-Kettenbriefe über Freundschaft, Liebe oder andere schöne Dinge. Und dann noch solche wie WhatsApp-Spiele, wie bei mir im Hintergrund des Videos. Allerdings gibt es auch WhatsApp-Kettenbriefe, welche verstörend und verängstigend rüberkommen. Und welche auch genau dafür erschaffen wurden. In diesen WhatsApp-Kettenbriefen geht es meistens darum, dass eine Person, die bereits tot ist, diesen Kettenbrief angeblich geschrieben haben soll, wofür wir alle wissen, dass das eigentlich nicht funktionieren kann, und sie einem damit droht, dass wenn man die Geschichte dieser Person nicht weiterteilt an bestimmte Personen, also an eine bestimmte Anzahl von Leuten und in einer bestimmten Zeit, dass sie einen halt quält und sich dann und sie uns dann umbringt auf eine brutale Weise. Dies verängstigt meistens Kinder und Jugendliche. Und man soll sich davon nicht einschüchtern lassen. Die beste Lösung ist es, sich einen Partner zu suchen, mit dem man darüber redet, und zur Polizei zu gehen und diesen Kettenbrief dort anzuzeigen. Die Polizei versucht schon seit längerem gegen Kettenbriefe und so, also gegen solche Kettenbriefe, gegen anzuarbeiten. Das Problem daran ist allerdings, wo ich auch sagen muss, dass es echt schade ist, dass diese Kettenbriefe meistens nicht deutscher Herkunft sind. Aber dennoch, wenn ihr solche Kettenbriefe bekommt, sendet sie nicht weiter. Geht zur Polizei und zeigt sie an. Es ist zwar dann für euch mehr Arbeit, aber es ist für einen guten Zweck und hilft möglicherweise bei der Abschaffung dieser Briefe. So Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat und das Thema euch interessiert hat, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben und wenn ihr Lust habt, abonniert doch meinen Kanal. Ich würde mich jedenfalls freuen. Wir sehen uns. Oder eher gesagt, hören uns dann beim nächsten Video. Und wenn ihr es noch nicht tut, dann könnt ihr mir auch gerne auf Instagram folgen. Ich heiße dort Mietenbraut. Dann sage ich ciao, bis zum nächsten Video.